Hallo und willkommen zurück zu Lego Fortnite. So, hier haben wir nicht aufgehört, zur Abwechslung mal. Ich habe in der Zwischenzeit nach Höhlen gesucht und ich habe sogar zwei gefunden. Ich hatte nämlich gegoogelt, wie man die denn findet und es scheint schwieriger zu sein. Man muss sie tatsächlich betreten, damit so ein Icon auftaucht, aber wir haben hier eine direkt vor uns, die sieht relativ markant aus, vor allem von hinten. Können wir uns gleich mal ansehen. Ui, beinahe in den Kaktus gelatscht. Genau, also wenn man sowas sieht, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es eine Höhle ist. Ich würde tatsächlich zur anderen gehen. Da war ich nur ganz kurz drin. Wir müssen noch kurz schauen. Ja, wir haben einen Schneebärenshake, weil die Höhle mag es gar nicht, dass wir einfach so ungeschützt da reingehen. Da ist uns nämlich kochend heiß oder extrem heiß, heißt es. Das heißt, ja, das heißt wieder schönes Wortspiel. Das war sogar unbeabsichtigt. Wir gehen mal rein und schauen, ob wir ein bisschen Obsidian finden. Achso, mein Inventar ist zum Bersten voll. Das ist der Nachteil daran. Und hier ist die andere Höhle. Da ist schon wieder so ein Monster. Dann nehmen wir die andere. Ist ja nur zum... Verzeihung, zum Glück nur hier runter. Das Monster könnte zum Problem werden. Aber am Strand eine Höhle ist eh viel angenehmer. Sandwölfe. Bleibt mir mal vom Leib hier. Ich habe nur noch das Schwert hier. Das muss reichen, bis wir zurückkommen. So, rein da. Und hoffen, dass der Wolf uns nicht folgt. Uns ist brandheiß. Dann wollen wir mal den Shake trinken. Oh, Mist. Jetzt ist mir nur noch warm. So, bessere Spitzhacke hier. Was haben wir da oben? Lauter unnützes Zeug. Das lassen wir mal fallen. Verbrennen die Sachen? Nee, es klang nur so. So, Sandpanzer da oben. Holz auch ein Stapel weg. Dann schauen wir mal. Ich verliere weiterhin Leben, weil mir immer noch zu warm ist. Ich glaube, wir brauchen echt einen Talisman oder sowas. Dann würde ich noch ganz kurz mein Fleisch ins Inventar ziehen. Dann kann ich mich nämlich zumindest noch ein bisschen hochheilen. Nein, ich habe wieder eine Fackel weggeworfen. Ich lerne es einfach nicht. Oh, was funkelt denn da? Das sieht doch schon aus wie Obsidian. Wäre ich Obsidian, würde ich genauso aussehen. Okay, die bessere Spitzhacke. Und das funktioniert ja prächtig. Dann steht uns wirklich nichts mehr im Weg, vielleicht in dieser Folge noch unser Dorf abzugraden. Okay, wir haben jetzt... Achso, wir haben Obsidian aufgenommen und können Obsidian-Tafeln machen. Das macht Sinn. Neues Rezept haben wir auf jeden Fall erfolgreich erhalten. Ja, komm. Schön aus dem Handgelenk. Ja, ich weiß, dass mir warm ist. Sieht hier auch insgesamt sehr warm aus. So, kann ich dich aufnehmen? 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 Alles, was wir tragen können. Was ist denn da hinten? Ist das Kupfer? Ich glaube, das ist Kupfer. Hab ich auch noch nicht. Immer schön her damit. Find's nicht gut, dass meine Spitzhacke schon so runterleitet. Leidet. Kaum was abgebaut. Und trotzdem hat die schon ordentlich Hell verloren. Habe ich jetzt kein neues Rezept bekommen? Merkwürdig. Gut, wir farmen hier nur am Anfangsbereich und dann gehen wir zurück ins Dorf. Und dann wissen wir ja jetzt, wo wir hin müssen. Und da nehmen wir auf jeden Fall bessere Ausrüstung, vor allem mehr Ausrüstung mit und ein bisschen mehr Inventarplatz. Wäre echt schön, wenn ich meinen Begleiter dazu nutzen könnte, als extra Inventar. Das heißt, wenn ich so viel Zeug in sie reinstecken könnte, wie auch in mich reinpasst, das wäre eigentlich sehr wünschenswert. So, hier mit dem schönen Kupfer. Hier sind noch Truhen. Oh, das sind sogar Ungetümschuppen. Die braucht man doch auch ganz dringend. Fackel nehme ich gerne wieder auf. Was haben wir hier? Nichts von Bedeutung. Zumindest nicht im Moment. Ihr könnt natürlich unliebsames Zeug ablegen, aber ich glaube, ich habe gar kein unliebsames Zeug. Alles Zeug, was wir dabei haben, ist irgendwie wertvoll, irgendwie wichtig. Naja, wir werden schon klarkommen. So, das nochmal. Schön aus dem Nacken raus. Ich finde immer, wenn das Spiele so machen, kriege ich tatsächlich ein bisschen Nackenschmerzen. Das war aber schon immer so. Ich hoffe, euch geht's da besser. Obwohl ich gerade gucke, geht das mir irgendwie nahe. Okay, Kupfer können wir gar nicht mehr aufnehmen. Ach, die Stapel nur bis zu 30. Bernstein brauchen wir auch. Nur gutes Zeug. Gut, den einen Panzer können wir hier lassen.
Ja, ich weiß, dass mir warm ist. Schau mal hier erstmal. Marmortafel, Chilisamen. Sehr nett, aber braucht man nicht. Genauso wenig wie das Zeug. So, dann probieren wir es nochmal mit Kupfer. Und dann braucht man noch einen Tick mehr Obsidian, würde ich einfach mal schätzen. Komm schon. Ach, das ist... Ich mag Erz, vor allem wenn es so aussieht. So, da ist nochmal Kupfer. Hier ist das Obsidian, das ich nicht komplett abgebaut habe. Schön her damit. Alles, was ihr habt. So. Wie viel habe ich schon? 26, 28 Stück. Dann kann ich da beinahe nichts mehr tragen. Gut, wir können natürlich eine billige Axt oder die Klaue können wir raushauen. Dann können wir mehr tragen. Komm schon. Ich hätte mir echt gewünscht, dass die Spitzhacke ein bisschen robuster wäre. Dass man nicht jetzt schon auf halbem Leben wäre. Muss ich ja wieder tonnenweise von dem Zeug mitschleppen. So, hier ist auch ein Höhlenausgang oder kommen wir da her? Ich glaube, da müssten wir herkommen. Kann ja nicht schon sein, dass das direkt ein anderer Ausgang ist. So, natürlich kann das schon sein, aber ich würde nicht damit rechnen. Ich glaube, das sind die Kisten einfach hier. Ist die Höhle dann nicht besonders groß, wenn sie nur aus diesen Elementen besteht? Ich sehe jetzt auch keinen Weg weiter in die Höhle, aber vielleicht bin ich wie immer einfach nur zu blind, um was zu erkennen. So, gib mir Kupfer, gleich esse ich Fleisch, um mal meine Lebensbalken wieder aufzufüllen. Erstmal hier schön unter Nackenschmerzen und schlechten Bedingungen das Kupfer schürfen. So muss das. So, 54 Kupfer, das heißt, ein bisschen was könnte man noch abbauen. 6 Stück können wir noch aufnehmen. Wenn ich mathematisch da keinen Fehler gemacht habe. Oh, Charlie schaut abwechselnd verwirrt, fröhlich und traurig. So, 60 Kupfer, mehr können wir nicht. Geht's hier irgendwie weiter in die Höhle? Ah doch, da hinten. Wollte ich jetzt aber gar nicht so explizit oder komme ich hierher? Okay, ich bin verwirrt. Erstmal Fleisch, bevor wir rausgehen. So viel Leben haben wir gerade nicht mehr. Ja. Und dann machen wir uns mal auf den Heimweg. Am Monster vorbei. Nicht durch das Monster hindurch. Schauen wir mal, in welche Richtung ich muss. Ganz da nach unten. Okay. Ziel angepeilt. Jetzt einfach geradeaus. Da kann gar nichts schief gehen. Monster ist links von uns. Kakteen sind direkt hier. Wie viel haben wir? 25 C-Holz. Da brauchen wir auch noch ein bisschen mehr. Nicht unbedingt fürs Dorf aufwerten, aber jetzt mal zum Craften und so weiter. Können ja 50 insgesamt aufnehmen. So viel Platz hat das Inventar noch. Oh, nie wieder. Oh, doch, so ein Explodierteil. Komm her. Komm her, Kleiner. Komm. Und geh hoch. Nein! Ich war zu nah dran. Nein, ich wollte doch das ganze Holz. Jetzt respawn ich im Dorf. Ich wollte zwar zurück ins Dorf, aber doch nicht ohne mein Zeug. Oh, nee. Jetzt brauche ich ganz schnell ein Schwert. Das muss reichen. Dynamit brauche ich nicht. Ich bräuchte was zu essen tatsächlich. Oh je, wie ist das nur passiert? Weil ich so dämlich war. Bin ich öfter, keine Sorge. Gut, dann nehmen wir einfach mal Himbeeren mit. Und dann müssen wir schon ran. Würde ich mal behaupten. Auf geht's. Wir wissen ja zum Glück, wo wir draufgegangen sind. Ganz, ganz weit entfernt. In der anderen Richtung. Ja, halt da um den See rum und dann bisschen geradeaus. Nicht an meine Fischerhütte. Das ist der Nachteil von so einer Festungsmauer. Muss man tatsächlich durch die Ein- und Ausgangstür treten, beziehungsweise das Tor. Da hinten sehen wir schon den blauen Lichtstrahl, den wir einmal erreichen müssten. Okay, ich fress mal währenddessen Himbeeren, damit die Herzchen wieder voll werden. Vielleicht finden wir auch noch kurz Kürbisse. Die sind da deutlich effektiver, was die Gesundheit angeht. Komm schon.
Naja, ich kann leider nicht essen und laufen, deswegen muss ich das gerade abwechselnd tun. Aber ich will nicht mit nur drei Herzchen da reingehen, sonst ergeht es uns relativ gleich wie gerade eben. Ach, wurde mal einfach in die Luft gesprengt. So ein Pech aber auch. Das passiert mir eigentlich selten im Privatleben. In Spielen kommt das tatsächlich hin und wieder mal vor. Komm, lauf doch. Das ist jetzt ein leichter Weg, den wir zurückzulegen haben. Und gleich wird Nacht und ich habe nichts gegen die Hitze dabei. Aber im schlimmsten Fall wird mir warm und in der Nacht kalt. Da habe ich natürlich auch keine Fackel mitgebracht. Ach, letztes Mal haben wir diesen Spot hier entdeckt mit dem lila Ding, der Angelspot. Ich habe natürlich gerade keine Angel im Inventar. Die liegt auch bei meiner Leiche. Ist das nicht frustrierend? Ach, dass mich das Ding jetzt kriegt. Ich dachte, ich war weit genug weg. Naja, aus Fehlern sollte man lernen. Mal sehen, ob ich das inzwischen drauf habe. Auf jeden Fall wartet auch ein bisschen Weichholz auf uns. So, ich habe die Orientierung nur minimal verloren. Ach, da hinten ist es ja. Schnurstracks geradeaus. Keine Ahnung. Ein Kilometer noch. Vielleicht ein bisschen länger. Hilft nicht, dass die Lego-Figur so kurze Beinchen hat. Nein. Ah, okay, ich komme durch. Nein, ich bin im Wasserfall. Au, 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 au. Schön ans Ufer. Und hoffentlich kommt Charlie auch mit. So, einfach schön am... Ja, die Spinnen sind mir egal. Anscheinend bin ich noch triefnass. Bin ja gerade auch einen Wasserfall runtergejumpt. Da ist es normales Verhalten für Haar und Kleidung. Würde ich jetzt einfach mal dreist behaupten. Komm schon. Es kann sich nur noch um Minuten handeln, die wir brauchen, um da hinzukommen. Yay, mir ist kalt. Und das in der Wüste. Einfach, weil ich keine Fackel dabei habe. Das heißt, das Sehen wird mir auch schwer fallen. Hui. Eigentlich fällt mir alles schwer. Ich kann nicht. Doch, rennen kann ich noch. Ja, ich weiß, dass mir kalt ist. Mach mal die Sonne wieder an. Vielleicht können wir uns da vorne auch einfach durchkämpfen. Die scheinen zumindest Fackeln irgendeiner Art zu haben. Ich habe nicht das beste Schwert. Okay, da ist eine Truhe. Die können wir natürlich plündern. Gehen wir mal hier rein. In der Hoffnung, dass keine Feinde spawnen. Ah, die Goldkisten machen das gerade die ganze Zeit. Ja, eben das. Ist egal, wir können es ja jetzt durchsuchen. Links sind ganz viele gespawnt, so wie sich das angehört hat. So, was haben wir denn hier? Ein Chili-Samen. Was ist denn mit euch los? Ach, einer von euch wirft Dynamit? Das ist aber unfreundlich. Und Charlie bettelt sich. Oh. Nein. Muss nicht noch auf Dynamit draufgehen. Da ist ja Dynamit. Nein. Wirf das doch auf deine Kumpel, doch nicht auf mich. Au. Ich nehme das Dynamit. Ich nehme das Baguette. Ich nehme sonst noch ein bisschen Zeug. Lauf nicht ins Dynamit. Glaubt, das ist generell eine gute Strategie. Nicht drauf gehen, sonst ist der Wegpunkt doch weg. Und ich brauche mein Zeug. Nein! Wieso bist du denn so schnell? Ich habe immer noch keine Fackel, ich habe nur ein Baguette ausgerüstet. Charlie, respawn mal wieder, halt mir den Rücken frei. Charlie! Mist. Wo ist der? Ah, da ist er ja. So, mir ist kalt. Ich könnte natürlich jetzt Chilisamen essen, aber sobald es warm wird, ist... problematisch. Kann ich eine Fackel craften? Ah, bestimmt nicht hier. Bestimmt nicht hier. Wir müssen einfach auf Tagesanbruch warten. Ich könnte, glaube ich, ein Lagerfeuer bauen. Und dann stehen wir auch nur unnütz rum. Und zumindest der Marker wird schon wieder fetter. Das heißt, wir kommen auf jeden Fall näher ran. Ja, Spiel, ich weiß, dass mir kalt ist. Zur Not verzehre ich aber ein Baguette. Erstmal ein bisschen Himbeeren. Kann auch nicht schaden. Schmecken tut's ja. Irgendwie könnte man doch bestimmt auch mal eine Fackel abnehmen. Ah, dem Schwert, das ich gerade ausgerüstet, traue ich nicht. Ich brauche unbedingt Backup. Backup-Waffen, die was taugen. Wo ist denn Charlie schon wieder hin? Naja.
Sobald wir an unserem Loot sind, ist wieder alles gut. Hui. Ich glaube, ist direkt da hinter der Bergkuppe. Hoffe ich zumindest, dass ich hier keine Meilen in die... Hör mal auf, mit der Armbrust zu schießen. Dass ich hier keine Meilen gelaufen bin. Nur um eine Höhle zu finden. Nee, das... Es kommt näher. Wir kommen näher ran. Ich bin davon positiv überzeugt, dass es jetzt nicht mehr lange dauern wird. Komm schon. Ausdauer muss nach oben. Dann wird man mich loben. Au. Wieso sind die alle so aggro gerade? Glaub, weil ich nicht gut ausgerüstet bin. Da trauen die sich was. Oh nee. Maskierte Skelette. Das kann nichts Gutes bedeuten. Nein. Komm schon. Ja, lasst mich doch in Ruhe. Ich hab euch nichts getan. Ich will doch nur zu meinem Zeug, das anscheinend hinter dem Berg da hinten liegt. Ja, da komm mal schon hin. Au, Kaktus. Die Kakteen tun weh. So, schön Himbeeren essen, bis es mir wieder richtig gut geht. Charlie beschwert sich immer noch, dass er keine Spitzhacke hat. Das ist richtig, das war jetzt aber nicht die Top-Priorität, muss ich ehrlich gestehen. Oh, bin ich den Hügel nahe gefallen? Was passiert schon mal? So, die Frage ist, komm mal daran, ohne ans Dino-Monster zu stoßen. Ich hoffe mal. Jetzt habe ich aber wieder so viel Mist im Inventar. Muss ich erstmal hier ein bisschen säubern. Au. Bleibt schön zurück. Das Dynamit werfe ich erstmal nicht. Ich weiß, Spiel, mir ist kalt. Du wiederholst dich. So, da ist es doch schon da unten. Wir haben es beinahe geschafft. Da ist ein Stück Fleisch, das wir ja vorhin haben liegen lassen. Ach, das... Ich habe ein gutes Gefühl hierbei. So, dann sortieren wir mal unser Inventar. Alles raus, was keine Miete zahlt. Wieso wird es bei mir gerade so hell? Ach so, wahrscheinlich Sonnenaufgang. Das Baguette würde ich einfach mal essen. Njam, 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 njam. Was liegt denn da noch Orangenes rum? Das, ach so, das ist diese, nicht die Ranken, sondern ich glaube das Mehl. Warum auch immer das... Achso, das sah immer ein bisschen orangen aus. Orangen ist für mich halt legendär. Nein, mein Inventar ist voll. Gut, das Dynamit einfach rauswerfen. Hoffentlich explodiert das jetzt nicht. Obwohl, Dynamit ist ja wertvoll. Das kommt nach unten. Das ist eine Waldaxt, die ist gut. Das kommt raus. Das ist gut, das ist gut, das ist gut. Sandkrallen. Oh. Ja, mal dieses ganze schöne C-Holz aufnehmen. Was das Explodierviech da. Au! Wieso ist jeder gegen mich? Also ich mache keinen Schaden mit dem Schwert. Dafür haben wir doch ein anderes. Dann kann das auch gleich raus. Na komm. Au! Ich hab dir gar nichts getan. Doch, ich hab dich wiederholt mit dem Schwert geschlüpft. Das ist richtig. Daran habe ich nicht gedacht. So. Dann haben wir hier Panzer, Dynamit, roher Rubin. Nein. Kupfer. Also, Sandpanzer weg. Ich will auf jeden Fall mein Kupfer und ich will auch meinen rohen Rubin. Wo stecke ich mir den denn am besten hin? Na, Sandpanzer sind schon wertvoll. Okay, die 5 Weichholz kommen weg. C-Holz natürlich. Und da ist noch eine Waldachs, aber das war ja die schlechte, die besseren sehen ja selten aus. So, dann haben wir's. Auf zurück ins Dorf. Diesmal ohne die Abkürzung, die über Sterben erfolgt, sondern einfach ganz normal. Ein Sandwolf. Hab ich gar keine Lust im Moment drauf. Noch so ein Explodierteil, dann in Ruhe. Du hast mir schon einmal Unglück gebracht. Aha. Deinen Sprengkern kannst du jetzt erstmal behalten. Weiß nicht, ob ich den überhaupt aufnehmen kann. War hier nicht irgendwo der Dino? Ach, vielleicht ist er despawned. Wer weiß das schon so genau? Nein, Skorpione. So. Einfach in die Richtung. Fast.
Wir sind nicht ganz verkehrt. So, einfach nach unten. Hier gibt es ja sogar einen befestigten Weg. Annähernd befestigt. Ich glaube, dann können wir hier einfach ein bisschen... Ne? Doch, da führt er in die richtige Richtung. Zumindest mein innerer Orientierungsskill sagt mir das. Orientierungssinn. So viel Skill ist da gerade nicht vorhanden. Zumindest nicht in dem Spiel. Och, nee. Lass mich in Ruhe, ihr Sandpanzer. Ja, das geschieht dir recht. Soll's auch nicht einfach auf Leute zurennen. Oder rollen. Beides sehr untypische Verhaltensweisen. Das war ja falsch. So, da geht's lang. Ich hätte gern, wenn ich einen Marker auf der Map setze, dass es auch diese riesengroßen Leuchtsäulen gibt. Oder zumindest ein HUD oder Minimap. Irgendwas, was das Navigieren einfacher macht. Und ich nicht mitten in so einem feindlichen Gebiet anhalten muss, um auf die Karte zu schauen, um festzustellen, dass ich wieder mal, ich trottel, wo langgelaufen bin, wo es gar nicht hingehen sollte. So. Ja, irgendwie habe ich es heute nicht so. So, das ist doch jetzt einfach. Können wir sogar dem Weg hier folgen. Ja, da ist der Weg, den wir brauchen. Den können wir einfach lang gehen. Und ich habe schon hier angefangen zu zweifeln, ob mich Wege überhaupt dahin führen, wo ich hin will. Ah, da kommt ein Airdrop rein. Da war in letzter Zeit auch nur Mist drin. Dafür muss man jetzt nicht anhalten. Wird auch andere Airdrops geben. Haha, ausgewichen. Komm schon. Komm schon, du Lahmarsch. Sprinte. Das ist schön. Ah nein, Charlie, du sollst doch kämpfen. Ja, sehr gut. Die Banane riegelte schon. Gibt uns zumindest genügend Zeit abzuhauen. Dafür sind Verbündete ja da. So. Einfach dem Weg folgen. Ach, da sind wir schon. Da hinten ist das Grasland. Also der Rückweg kam mir gar nicht so lang vor. Vielleicht, weil ich nicht verzweifelt an meinen Loot gedacht habe, der da einsam kurz vor Höhlenausgang rumlag. Und der jetzt wieder schön, wir wieder schön vereint sind. Nein, da ist noch so ein Sandpanzervieh. Echt häufig die Dinger gerade. Eine ganze Episode verschwendet, um drei davon zu suchen. Da haben sie sich so rar gemacht, wie, ja, wie Sachen, die rar sind oder die ultimativ rar sind. So, Weg geht noch geradeaus, dann wollen wir einfach weiter folgen. Und so wie es aussieht, sind wir tatsächlich auch hier gleich aus der Wüste raus. Dann wird uns auf jeden Fall auch nicht zu warm. Was habe ich gesagt? Gerade wollte ich sagen, oh, wir schaffen es noch, bevor uns zu warm wird, aber nein. Jetzt ist mir wieder zu warm. So. Bringt das was, wenn ich hier zum Vorwärtskommen? Minimal hat das was gebracht zum Vorwärtskommen. Ja, ich weiß, dass mir warm ist. Aber jetzt ist mir gleich sehr angenehm. Jetzt. Ah, schönes, schönes Grasland. Mein Lieblingsbiom. Das andere ist so feindselig. Obwohl die Dinger hier auch feindselig sind. Im Zickzack laufen. Charlie, wo bist du denn? Nicht da hinten rumstehen. Ja, da bist gespawnt. Hab eine Aufgabe für dich. Wieso liegen hier wieder so viele Bäume verteilt rum? Hier ist doch nicht auch noch so ein Grasdino, der sein Unwesen treibt. Na, ich hoffe nicht. So, da hinten wohnen wir auf jeden Fall. Ich erkenne unser schönes Dorf. Hier ist der Angelspot. Ich habe leider gar keinen gescheiten Inventarplatz gerade. Aber ich kann ja temporär was fallen lassen, zum Beispiel das Dynamit. Ach, andere Seite wäre besser. Andere Seite wäre besser. Gut, das Dynamit bleibt einfach mal hier liegen. Braucht man im Moment nicht unbedingt. Nein, ich hatte doch keinen Mist. Hab nicht auf meine Ausdauer geachtet. Ah, jetzt ist er voll. Jetzt können wir das auch machen. Oh, manchmal bin ich einfach trottelig. So. Wieso leuchtest du denn so schön? Komm schon. Und was haben wir? Ein Tintenfisch, so wie das aussieht. Nö, ein blauer Schlürfisch. Aber ein seltener.
Okay, jetzt kann ich aber wirklich nichts mehr aus dem Inventar entbehren. Da können wir ja gleich hingehen. Hätte ich's Dynamit so gesehen auch nicht verschwenden müssen. Naja, hinterher ist man immer schlauer. Wer läuft da wieder rum? Kämmert ihn? Ach, das ist unser Beef-Boss. Der ist er ja. Arbeitet der hier eigentlich was oder vielleicht nicht? So, Dorf aufwerten. Geschliffener Bernstein, nein, wir brauchen einen geschliffenen Bernstein mehr. Oh, Hammer vielleicht noch. Ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben. Komm schon, habe ich keine gescheite Truhe hier, wo ich kurz was reintun kann? Doch, das sieht gut aus. Ach komm schon, das ist typisch mein Glück. Ah, der blaue Schlürfisch kommt woanders hin. Die wertvollen Ressourcen kommen kurz reingeparkt hier. Ach, da hätte sich Dynamit auch gut gemacht. So, das braucht man. Roher Rubin kommt da rein. Explosionskern da. Schuppe auch wertvoll. Zumindest im Moment, weil ich nicht weiß, wie man mehr bekommt. So, gute Spitzhacke haben wir auch. Ein Schwert könnte man eventuell machen, braucht man aber nicht. Dann noch einmal ganz kurz in die Wüste. Also nicht weit rein, keine Sorge. Das ist ja direkt am Anfang. Da sieht man schon von hier sogar die Bernsteinklumpen. Und da bauen wir eins ab und dann wehrt man das Dorf auf und dann geht's weiter. Ah, das tut mir jetzt leid. Ich dachte, ich hätte genügend Bernstein da. Wir sind an genügend vorbeigekommen, aber jetzt können wir hier auch nochmal schauen, warum das denn so lila leuchtet. Na komm, beißt. Lecker Würmchen dran. Du bist ein anderer Schlürfisch, ein roter, was auch immer du bringst. Nee, du bist ein orangener Zappler. So viel hast du doch gar nicht gezappelt. Komm schon. Und du bist ein was? Kenne ich noch nicht. Ein blauer kleiner Fisch. Na gut. Das macht sogar Sinn. So sah er auch aus. Komm schon. Komm zu Papa. Und du bist noch ein blauer kleiner Fisch. Kleiner Fisch. Vielleicht heißt das lila nur, dass hier ein extrem guter Fischspot ist. Würde ich mal so interpretieren, weil da sind echt viele drin. Würde jetzt nicht sagen, dass sie so unbedingt selten sind. Kann ich die einfach so einfangen? Nee. Schön wär's. Gut. Dann reicht es bis zum anderen Ufer. Kriegt man sogar unser Dynamit zurück. Und dann einfach einen Bernsteinklumpen an uns eignen. Und dann können wir es endlich aufwerten. Lang, lang hat es gedauert. Allein, weil die Höhlen so schwer zu finden waren. Glaub gleich auf dem Teil haben wir Glück und finden ein bisschen Bernstein. Da müssen wir echt nicht weit laufen. Ist ja praktisch um die Ecke. Spätestens der da hinten hat welche. Da sehe ich die schon. Ist schwer zu erkennen, aber der hat so gelbe Punkte drauf. Und da oben ist ein Grasbüschel. Sandpanzer. Ah, da hat er mich wohl verfehlt. Okay, hier ist nichts drauf. Das haben wir schon abgebaut. Dann würde ich den nächsten einfach dazu nutzen. Also da sehe ich auf jeden Fall was. Und dann können wir schon umdrehen. Ja. Wäre nur die Frage, wie wir hier raufkommen. Zur Not mit Leitern. Ich hätte mir aber so einen Geysir in der Nähe gewünscht. Oh nee, ein Sandwolf. Muss das jetzt sein? Ah, ich habe ja schon eine Treppe hier. Warum habe ich das Zeug denn nicht abgebaut? Vielleicht war es inventarvoll. Etwas, was in diesem Spiel sehr häufig passiert. Oder es ist respawned. Obwohl beim anderen auch nicht. Nein, lass mich rauf. Vielleicht bin ich auch nicht raufgekommen. Eine unnötige Leiter. Oder ein Fundament. Müsste auch reichen. Hui. Sehr schön. Her mit meinem ungeschliffenen Bernstein. Die Firma dankt. Oder roher Bernstein. Ist egal. Wir brauchen das Zeug auf jeden Fall. So. Wenn wir gleich hier sind, nehmen wir zur Sicherheit noch was mit. Zumindest nach oben würden wir nochmal kommen mit dem Geysir. Aber hier gibt es auch genug. Erstmal auf der Ebene bleiben, auf der wir sind. Sehr
Sehr schön. Ja, damit. Und zwei haben wir noch. Der eine hat sich da aber hintückisch versteckt. Und dann treten wir den Rückweg an. So. Ohne Kompromisse und ohne Ablenkung. Hoffe ich zumindest. Kommt her. Okay. Roher Bernstein habe ich genug. Fallschaden gibt's nicht. Sandwolf gibt's. Au. Au, 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 au. Hab wieder so wenig Leben. Ich esse einfach nicht genug. Ich muss mehr auf mich achten in dem Spiel. Charlie, das ist dein Gegner. Ich mach mich aus dem Staub. Na, noch verfolgt er uns. Oh, so ein Explodierteil. Und ich habe keine Ausdauer. Dude, ich brauch dich gerade nicht. Sehr gut. Charlie übernimmt die grobe Arbeit. Ich bin, glaub, eher das Hirn in der Party. Und kein sehr gutes, würde ich mal sagen. Aber trotzdem, Hirn ist Hirn. So, ich glaube, wir müssen einfach geradeaus, wenn meine Orientierung dann passt, erstmal mich mit Himbeeren vollstopfen. Das kann natürlich auch nicht schaden. Ach, da hinten. So, jetzt ist die Frage, linksrum war es schneller, rechts müssen wir über den ganzen See laufen. Vielleicht machen wir irgendwann einfach eine Brücke mittendurch. Dann hat man das Beste aus zwei Welten. Oder man hat zumindest eine sehr schöne, sehr notwendige Abkürzung. Auch. Geh weg, Spinny. So. Anscheinend knüppelt sich Charlie mit der Spinne hinter mir. Zumindest so hört sich das an. Oder zumindest hier eine Brücke rüber. Dann muss ich nicht immer hier einen Parcours machen und aufpassen, dass ich genügend Ausdauer habe, damit wir noch... Oh, eine Kiste. War ich da schon dran? Keine Ahnung. Ich glaube. Vielleicht auch nicht. Was soll's. So. Schnell rüber mit uns. Du betrittst Wasser. So sieht's aus. Fackel in den Himbeerslot. Sonst sehen wir ja wieder so wenig. Und ich freue mich jetzt aufs Upgraden. Hoffentlich haben wir alles beisammen. Ich glaube aber mal. Das Schaf hat mich da einfach so aggressiv angeblökt. Weiß auch nicht, was das sollte. So, wo sind denn die anderen Ressourcen? Wo habe ich die geparkt? Irgendwo hier hinten. Aber nicht die, sondern hier Obsidian und mein Weichholz habe ich dabei. Mein C-Holz, Verzeihung. Keine Ahnung, warum das für mich immer Weichholz ist. Geschliffener Bernstein. Okay, dann müssen wir den noch schleifen. Aber das geht auch ganz schnell. Stimmt, hier habe ich den Grill platziert. Und der Schleifer dürfte oben sein. Ja, geschliffener Bernstein. Rein mit allem, was wir besitzen. Komm schon. Das ist der Progress. Sobald der eine Pfeil voll ist, können wir es upgraden. Ist das spannend. Ein geschliffener Rubin können wir auch machen. Für was braucht man das denn? Müssen wir an der Werkbank wahrscheinlich schauen. Obsidian-Tafel wähle ich einfach mal auf. Würde ich jetzt nicht machen. Zum Upgraden braucht man ja auch so 12 oder 15 Stück. Wenn ich mir das richtig gemerkt habe. Komm schon und nehmen. So. Jetzt zurück an die Biberstatue und wir können uns den langen Traum von einem Dorf in Stufe 12 erfüllen. Wer bist du denn? Ein Skelett ist eingedrungen. Und wieso bist du ein Ritter? Löwenmähne. Ach, dich kenn ich schon. Du warst schon mal da. Dorf aufwerten. Blockfarbenrezepte und Löwenmähne können wir direkt anheuern. Wie schön, die zu treffen. Fortfahren, weiter, bla bla bla. Willst du hier bleiben? Lebe in mein Dorf. Nein, erfüllt meine Anforderungen nicht. Ich hoffe, ich brauche einfach noch ein Bett. Ich habe es leider gerade nicht gelesen, ob wir einfach noch ein bisschen aufwerten müssen. Habe ich nicht genug Betten? Möbel. Betten sind definitiv Möbel. So, der darf hier einmal kurz nächtigen. Bevor du abhaust. Ja, bla bla bla. Nein! Das Skelett hat einfach unsere Verhandlung unterbrochen. Lebe in meinem Dorf. Fortfahren. Mist. Nein, mein Dorf ist zu bevölkert. Dann schmeiß mal irgendwann Beefboss raus.
Bei Level 10 kriege ich wahrscheinlich das nächste. Na gut, was haben wir denn dazu bekommen? Ein Nahrungsverarbeitungsgerät anscheinend. Baupläne oder Blaupausen. Lonely Lodge, die ist aber auch riesig. Die werden wir auf jeden Fall auch noch irgendwo im Dorf unterbringen. Ansonsten sieht es ein bisschen dürftig aus mit den Bauplänen. Bauteile, ja, ein bisschen was haben wir da auch bekommen. Das Rahmenbett sieht ganz schön aus, muss ich schon sagen. Dann, ja, Tische und Deko-Zeug halt. Oh, Beleuchtung. Irgendwo muss man noch die Bright Cores finden. Ich glaube, die gibt es auch in den Lava-Höhlen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Moderner Kleiderschrank. 8 Gegenstände kannst du aufbewahren. Na, das lohnt sich noch. Und Dekoration, ja, Teppiche brauche ich jetzt nicht unbedingt. Oh, wir können Fische aufhängen, unsere Fischtrophäen. Das wäre natürlich genial. Dafür braucht man auch die legendären Fische. Und das ist ein Bild. Na gut, dann sind wir alles durchgegangen und ich würde sagen, wir sind am Ende der Episode angekommen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.